So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Jetzt aktuell mal weniger das Rasieren, sondern eher mal so ein bisschen die Hard- und Software. So, wir hatten oder ich hatte ja schon mal kurz was zu Rasierern erwähnt, was also meine Favoriten sind, beziehungsweise Einstiegsempfehlungen. Ja, auf was man also achten kann, wo man welche herkriegt. Ja, wollen wir mal zum nächsten Kandidaten weitergehen und zwar den Pinsel. So, jetzt kann man für den Pinsel dahergehen und ein Schweinegeld ausgeben. Da sind wir mal so, je nachdem, schon mal bei 160 Euro. Oder wir können auch mal ganz einfach einen günstigen Dachshaarpinsel von HJM, ich sag's oder schreib's jetzt einfach mal, nehmen. Da liegen wir bei so mit 10 Euro. Schaum machen sie beide. Nur im Gesicht merkt man dann schon deutlichen Unterschied. Das ist dann hier Silberspitz-Zupf und das ist hier einfaches Dachshaar zum Beispiel in dem Fall. So, dann kann man halt noch weitergehen. Das hier ist dann, müsste Rossmann Hausmarke sein, Isana Man. Hier ist ein schöner, einfacher Synthetikknoten, auch für hier unsere veganen Freunde, die halt Tieren und Co. nichts zuleide tun wollen. Ist halt pures Kunststoff, fühlt sich gut an, ist ein bisschen pieksig. Aber auch da gibt es dann halt preisliche Unterschiede. Da kann man dann noch halt weitergehen bis zu so einem Plisoft-Kopf. Also das ist somit das Weichste, was man sich anschaffen kann. Gibt es auch einen von, wie heißt es schnell nochmal, von Plisson? Gibt es auch so einen in der Art und Weise, im Groben und Ganzen. Der Knoten kommt aus den USA. Der Griff wurde von einem Gruppenmitglied in der Rasurgruppe konstruiert, gedrechselt und wie auch immer. Und vereint hat es dann halt ein anderer Kollege in der Gruppe und mittlerweile ist er halt bei mir. So, wie gesagt, die anderen bei den üblichen Verdächtigen, DM, Rewe und Co. Wir hätten da noch zu erwähnen, genau. Des Weiteren kann man dann halt noch Schweineborstenpinsel kaufen. Das ist ein typischer Kandidat von Wilkinson. Kostet irgendwas roundabout 4 Euro, 4,50. Des Weiteren von Isana Man, halt ohne Schweineborst, die liegt auch bei um 4 Euro. Schweineborsten sind somit die härtesten Pinsel. Bei Naturhaarpinseln, also Schweineborsten wie auch bei Dachshaar, kann man eigentlich nur empfehlen, dem Wasser vorher in aller Ruhe einzuweichen. Also im Endeffekt Tasse, Wasser rein, Pinsel rein, also kopfüber Pinsel rein. Duschen gehen und nach dem Duschen dann halt loslegen, dann sind die Haare nochmal einen Tacken weicher. Man merkt schon einen Unterschied. So, dann können wir jetzt noch einen kleinen Meter weitergehen von der Drogerie weg zum türkischen Lebensmittelladen. Jetzt fragt ihr euch, was will der Klaus euch da erzählen? Sollen wir uns Gurken kaufen? Nein. Das ist ein türkischer Rasierpinsel. Das ist ein richtig riesiger Otto. Gibt es verschiedene von, gibt auch kleinere, aber ziemlich dicht gesteckt. Muss jetzt dazu sagen, die sind recht naturbelassen. Wenn die frisch aus der Packung kommen, stinken die. Wie Sau im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind Schweinehaarpinsel und die stinken. Also zumindest die. Die beiden Kandidaten aus der Drogerie, sowohl den Wilkinson wie auch den von Isana Main, die muffeln gar nicht. Also wer da empfindlich ist, der sollte da lieber die Finger von lassen. Und wer ein Riesenmonster haben will, kleine Kaufempfehlung, so mal am Rande, sage ich mal. Kostet roundabout ein Zehner. Also je nachdem, wie der Türke gerade drauf ist. Ne? Ist hier ein 1071 Jaguar. Ist ein türkisches Produkt. Aber super Pinsel, macht einen super Schaum. Macht Spaß. So, noch zum kleinen Unterschied zwischen den ganzen Sorten. Ich sage jetzt mal von einem harten Schweinehaar bis hin zu einem ganz weichen Synthetikpinsel. Nutzt man harte Seifen, feste Seifen, kommt man mit einem harten Pinsel ein bisschen einfacher zu schaumen, finde ich. Also mit einer Schweineborste anzufangen, ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Fehler, sondern in dem Fall eher ein Feature und ein Hilfsmittel. Wenn man jetzt halt eine feste Seife hat, ich habe mal eben gerade hier zum Beispiel, gehen wir mal weiter im türkischen Supermarkt. Da gibt es auch noch die hier zum Beispiel, die gibt es auch noch in anderen Bauformen, die gibt es als Stick und wie auch immer. Das ist eine feste Seife, wie man sie vom Händewaschen kennt. Schäumt halt nur wie Sau, ist halt zum Rasieren gedacht. Und auf so einer Seife kommt man mit einem harten Pinsel relativ gut klar und kriegt eigentlich relativ gut ein schäumendes Ergebnis hin.
Man darf sich allerdings nicht wundern, dass halt ein Schweinehaarpinsel im Gesicht, ja, man könnte jetzt sagen, ein bisschen härter rangeht. So, letzten Endes, ob der Pinsel 4,50 kostet oder 200 Euro, im Schaum machen sie alle. Es ist immer auch noch eine Sache der Technik, wie man den Pinsel anwendet, nutzt. Einweichen, nicht einweichen, Menge des Wassers, Menge der Seife, spielt alles so ein bisschen eine Rolle bei der ganzen Sache. Aber letzten Endes, man kriegt mit allem Schaum hin. Auch da ist wieder, je nach Budget, wer sich jetzt, wie im letzten Video erwähnt, den kleinen, einfachen Rasierer für 3,50 kauft, der wird sich wahrscheinlich nicht jetzt einen Pinsel kaufen gehen für 140 Euro, sondern wahrscheinlich auch eher einen Pinsel für 3, 4, 5 Euro. Wo im Endeffekt auch gar nicht so falsch mit bedient ist. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, genauso wie über ein Abo, und auf bald.